Extreme Rules in 4 Tagen, 4 Wochen, 4 Tage. Schön wär's. 4 Tage. So, das war WCW Monday, Donnerstag, Nitro. Ah, noch ein neuer. Crazy Omega gegen Daniel Bryan. Zed auch ein neuer. Jessica, jawohl, meine erste Diva. Und das Draftmatch zwischen Jack Swagger und Drew McIntyre. Das wird simuliert. Das hat übrigens Drew McIntyre gewonnen. So, und zu den Matches kommen wir sofort. So, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Match bei SmackDown. Und ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was ich dem für einen Finisher gegeben habe. Egal, lassen wir die beiden zum Ring kommen. Oder vielmehr meinen selbsterstellten Daniel Bryan ist mir wurscht. Außerdem habe ich keine Lust, dass da irgendwie wieder WWE-Drittkontent-Ansprüche sind wegen der Originalmusik. Ja, die Ladezeit regiert die Welt. Oder so ähnlich. Diesmal bei SmackDown. Ja, es lädt und lädt. Und lädt und lädt. Ich melde mich nach dem Anmarsch wieder. Ja, das war ein weiterer Neuer. Crazy Omega, mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, du interessierst niemanden. Danny Boy ist... Oh, scheiße. Na, ist auch wurscht. So, und los geht's. Crazy Omega gegen Daniel Bryan. Wow, und Heiligskanonenrohr. Endlich mal so ein Move, der auch mal trifft. Sonst springen wir alle daneben. Ah, der Ringrichter ist bei 2. Dropkick in den Rücken. Was war das denn? Boah, ich muss mir echt dran gewöhnen, was die für Moves im Repertoire haben. Und Kopfschere, aber schön. Ja, er heizt das Publikum an. Darf er ja auch. Und Kick in den Magen und Elbow an die Fresse. Oh, das ging. Tja, da hat Daniel Bryan sich aber einen Gegner rausgesucht, mit dem er wohl ein paar Probleme hat. Denn er ist flink und ein guter Techniker. Tja, aber das kann Daniel Bryan auch. Oh, Kick an die Rübe. An die Danny-Boysche. Ah, weiß und rot gegen grün und grün. Mit ein bisschen weiß. Ah, geht aufs Seil. Was kommt jetzt? Moonsault. Der geht aber daneben. Der mondmäßige Salto. Und schöner Hurricanrana. Was macht er jetzt? Tritt in den Rücken. Ja, geht er nochmal aufs Seil. Ah, die Signature-Leiste ist voll. Und. Ach, der DDT auf dem Boden. Ja, er macht das Zeichen, komm, steh auf, ich geb dir den Rest. Und
Oh, schön. Mit Cover hinterher. Eins, zwei und... Ja, es bringt die Entscheidung. Crazy Omega hat auch sein Debüt gewonnen gegen Daniel Danny Boy Ryan. Was ist das denn? Draft Event? Achso, das ist das nächste Match. Mal gucken, vielleicht kommt ja jetzt noch... Wird das gezeigt? Warum wird das jetzt nicht gezeigt? Ich will wissen, wer gedraftet wird. Oder hätte ich doch auf Draft Event gehen müssen? Ich habe keine Ahnung. Oh, starten wir ins... Oh Mann. Kopfhörer. So, starten wir ins zweite WWE Draft Match und diesmal werde ich am Ende auf Draft Event drücken. Erstmal wieder ein weiterer Neuerstellter. Lassen wir ihn zum Ring kommen. Und mal gucken, wie das Match gegen Booker T ausgeht. Bin ich mal gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen, wie manche Leute es ja sagen. Die Menge tobt, die Menge jubelt. Wunderbar, so gefällt mir das. Dass die Leute sich immer freuen. Ja, das war der Neuerstellte, der ganz unspektakulär zum Ring schlendert. Und diese komische Kussszene heißt bei ihm so viel wie Leute, küsst meinen Hintern. Oh. So, bevor ich hier drücke und dann reingewirkt kriege, mal beenden. Mal gucken, wie dieses Match ausgeht. Ich bin gespannt. There's the bell, and here we go. Wunderschöner Techniker. Move. Whip-in von Booker T. Ja, Booker T ist ja, glaube ich, noch derzeitiger US- oder Intercontinental Champion. Mal, mal gucken, ob überhaupt einer von den Selbsterstellten irgendwie in irgendeiner Form und Weise mal einen Titel gewinnt. Eine Titelchance hatte er Scorpio bereits im Elimination Scramble in der ersten Staffel. Mal gucken, ob es in der zweiten Staffel mal einer schafft, einen Titel auch mal zu gewinnen. Also nicht nur im Match dabei zu sein, sondern ihn auch wirklich zu gewinnen. Derzeitige Hauptchampions sind ja Jack Swagger und Drew McIntyre. Wunderschöner Backbreaker hier von Zed. ZED. Oder wie auch immer. Schöner Suplex wieder in den Ring. Und da kommt ein Ellbogenstoß auf die
Schläfe. Und ein Whip-In nach draußen. Clothesline nach draußen. Und er geht hinterher. Und da darf er eine Runde laufen. Er kommt wieder zurück mit einem Kick an die Fresse von Booker T. Ja, die beiden haben sich ganz, ganz doll lieb. Ah, der Ringrichter ist bei 6. Ich gehe mal lieber wieder in den Ring zurück. 7. Ja, Booker schafft es locker noch zurück. Und fliegt wieder nach draußen. Ja, ich glaube, die beiden wollen das draußen entscheiden. Wer hier wie und was und wo gewinnt. Da fliegt der Kopf von Booker aufs Kommentatorenpult. Ah, der King und sein Kollege sind schon aufgestanden. Der Richter ist wieder bei 5. Jetzt ist er bei 6. Vorhin war er bei 7. Ja, Booker T versucht sich noch ein bisschen zu wehren. Hätte nicht sein sollen, dass hier Booker T irgendwie ein bisschen alt aussieht. Mal gucken. Was kommt jetzt? Ach, dieser Butterfly Suplex, gefolgt vom Cover. Ist das der Sieg? Es ist der Sieg. Ja, Booker T kommt allmählich in die Jahre. Das wird er, glaube ich, auch selber merken. Er kann nicht mehr so wie früher. So, und jetzt gehen wir mal zum Draft-Event. Ich will jetzt wissen, wer da gedraftet wird. Gibt's ja nur einmal im Jahr. Wer geht zu Raw? Und es ist... Sheamus! Oder kommt der zu SmackDown? Oder wie auch immer. Auf jeden Fall Sheamus. Nein, der geht nach Raw. Ja, Raw, rote Farbe, seine roten Haare. Ja. Sheamus ist von Freitags auf Montag umgezogen. Hat er früher Wochenende. Anstatt ein längeres Wochenende.